Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, ich habe es getan. Ich habe die West Virginia 44 ausgepackt. Das war ja mal so ein Etappenschiff. Boah, aber zu welchem Werft-Event? Ach, es ist ja auch nichts mit dem Altwerden, ne? Aber drüben auch West Virginia 44, Sinop, Scharnhorst, Fidschi, Aoba, Z31, Gatcha. Wir haben eine Leningrad, Akatsuki, Trento, Tokachi und eine Rook. Ich habe mich einfach mal entschieden dafür, die West Virginia auf Full Sec zu bauen. Keine Ahnung warum. Die Secondary von der West Virginia funktioniert super. Die 460er sind, puh, jenseits von Gut und Böse. Aber ihr seht es, 231 Meter auf der Entfernung, 17,1 Kilometer, ist überhaupt nichts. Ne? 768 Meter, die kannst du, wenn du auf dem Deck stehst, kannst du die Dinger mit der Hand fangen. Die HE ist ein bisschen schneller. Ja, wir haben U-Bootschlag 9 Kilometer, Schadensbegrenzungsteam, einen kleinen Heel, Def AA und einen Reichweitenflieger. Ich liebäugle hier so ein bisschen, ja, mit dem R-Cap. Ich schaue auch da schon richtig verliebt hin. Jetzt muss ich selber lachen. Ja, so. In mir brodelt es halt. Ich will ein bisschen zum A. Ich denke aber auch gleich, dass irgendwie bei zwischen B und C was auftaucht. Immerhin haben wir ja zwei DDs. Also, ich fahre erstmal an die Insel ran hier, direkt vor mir, an die große, um dann zu entscheiden, was ich mache. Sehe halt, dass das Team links von mir ein bisschen wild wird. Oh, da ist schon was. Ja. Aber bei 278 Meter brauche ich mir da keine großen Hoffnungen machen. Das ist ein wirkliches Nahkampfschiff hier. Das ist die andere West Virginia. Die Turmdrehgeschwindigkeit für den Kahn hier ist eigentlich ganz okay. Muss man auch wirklich sagen. Aber ihr habt halt Tier 8 Geschütze auf Stufe 7. Das merkt ihr, besonders wenn ihr gegen Kreuzer kämpft. Da habt ihr oft mal einen Overpen. Aber im Ranked ist das völlig egal. Natürlich ist auch noch Geplänkel an, amerikanische Schlachtschiffe. Ich wollte ja auch in die Quali gehen von der Silberlinie und dann habe ich gesehen, das wurde ja resettet. Also, ich weiß gar nicht, Donnerstag? Donnerstag, glaube ich, wurde das resettet. Dann, naja, also auf ein neues. Diesmal muss ich mal gucken, aber arbeitstechnisch ist gerade echt sehr wild. Also, von daher muss ich sehen, wie ich das hinbekomme. Hier kommt die Aoba. Die Secondary ist super gut. Wir haben die 127er, die wirklich kontinuierlich Feuer spucken. Und eigentlich auch einen relativ guten Pen haben. Ich habe die natürlich auch auf Full Sec gebaut hier. Wenn du schon ein Secondary-Schiff fährst, dann kann man im Rank kann man das noch ganz gut. Im Random weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen würde, sollte. Da ist der Kollege. Der hat sich anscheinend selber gerade ein bisschen erschrocken. Oh, 13 kV. Oh. Was denn hier neben mir? Einmal nicht auf die Minimap geachtet. Ich muss Gas geben. Oh, Tiefwassertorpedo. Zum Glück hat die West Virginia. Oh, der eine, den hätten sie sich ja nochmal sparen können. Ja. Und wir haben gleich instant zwei Schiffe verloren. Schönen Dank auch. Meine Reparatur läuft. Meine Heilung meine ich natürlich. Ich bin in der Hydro von der Aoba. Rook müsste eigentlich auch Hydro haben. Aoba hat natürlich auch giftige Torpedos. Da muss man aufpassen. Ja, nice. Okay, weg. Meine Secondary macht Stress. Ich habe aber jetzt Angst, dass die Aoba zu hart in meine Richtung taucht. Darum wechsle ich gleich den Kurs. Das
ziehe nochmal die Fidschi raus und ich bremse ab. Ja, nice. Kommen wir nach Torpedos. Ich komme leider. Oh, ich muss aufpassen. Ich hätte sonst nochmal versucht, über die Insel zu schießen. Oh, rum mit dem Popo. Gott sei Dank. In den Torpedo-Belt, also habe ich Glück gehabt, kein Flooding zu bekommen. Ich ziehe ein bisschen über Minimap. Bisschen tiefer, ja. Die 406er machen sogar an der Sinop richtig Aua. Wir sind schusstechnisch im Vorteil. Und nochmal 10k auf die Sinop, das hat ihr auch gleich gemerkt. Die wartet aber eher auf die Rook. Die Rook ist halt super weich. Cap-technisch sind wir hart am Start. Schiffstechnisch auch. Da hinten habe ich noch eine Tokachi und noch eine Sinop. Sinop ist weg. Schiffstechnisch ausgeglichen. Schauen wir mal. Killerfide. Das ist auch ein schöner Name. Killerfide. Was sehe ich es jetzt? Fucking Lemmings again. Oh, schimpf doch nicht. Fide Mensch. Was soll das? Ja, ich versuche jetzt hier endlich mal die Sinop zu finishen. Jetzt ist die Streuung irgendwie recht lustig. Das waren leider nur zwei Durchschüsse. Tokachi gibt wohl alles. Ich gucke da aber nicht drauf, weil ich erstmal die Sinop weg haben will. West Virginia? Ah, West Virginia hat meine Tokachi rausgenommen. Ich habe die auch, ich finde die unmöglich. Ich bin ja Kreuzer-Fanboy, aber Tokachi, alter Schwede, weiß ich nicht. Und, zack. Scharnhaus kommt. Ja, Rook macht auch Spaß, aber hat null Panzerung. Alles, was auf dich schießt, macht einfach nur Aua. Oh, lebenstechnisch ist die Rook natürlich auch ganz dabei. Wir haben noch unser Leningrad, die ja eigentlich ruckzuck ans andere Ende der Map kann. Ich will aber Scharnhorst hier ein bisschen ärgern noch. Hat noch 50k. Also so ein bisschen über Minimap und hat geschossen. Ich bin noch unentschlossen. Jetzt bin ich auf. Das ist die West Virginia. Und die ist natürlich schlecht. Oh, das war schon mal annehmbar. Hit meine Leningrad nebelt. Meine Secondary müsste eigentlich auch gleich loslegen. Ja. Also ich positioniere mich so ein bisschen. Angewählt. Oh, sehr schön. Turm kaputt. Natürlich kann ich jetzt nur die vorderen Türme benutzen, aber ist mir egal. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier so Gas gebe. Das ist bestimmt ein Grund. Ich mache hier. Oh, das ist wichtiger, das Ding. Sorry, Rook, dass ich dich hier anschubse. Secondary auf die Z31. Ich habe sonst keine Chance mehr. Wenn er abhaut, ich weiß nicht, was meine Leningrad da macht. Der macht verrückte Sachen. 3:2 steht es noch. Aber das ist jetzt hier auch nur Reste putzen. Oh, wir haben Großkaliber. Nahkampfexperte. Hier rein, hinteren Türme. Zack. Krake und Doppelschlag. Ladezeit wurde verringert. Ich habe Morsi natürlich drauf. 24 Sekunden.
Und die Secondary ja auch noch mal richtig schlimm. Ja, Mann. Jetzt geht's richtig ab hier mit der Secondary. Guckt euch das an, ey. Der Arme. Der weiß gar nicht, was los ist. Und nochmal einen Turm kaputt gemacht. Das ist auch nice. Er kann anscheinend auch nicht reparieren. Na, ich will ein bisschen weg von der Insel, weil ich habe auch Angst, dass er, der Scharnhorst ist natürlich so einfach durch die Steuerung gefahren. Auf der musste ich selber erstmal gucken. Einfach durch die Streuung gefahren. Alter Schwede, nochmal 9K. Und jetzt liegt andere Seite Secondary los. Ja. Aber ich kann nicht sehen. Oh, da ist der Torpedo. Just kill this fucking idiot. Ah, Fidel. Hol mir den Popo, dass mich nicht der Torpedo trifft. Ja, sehr schön. Alter, nochmal 6 von vorne in die Nase. Tja. Oh, was für eine schöne Runde. Oh. Erstmal Horst die triggern lassen. Ja, 668.000 Unterstützer. Doppelschlag, Nahkampfexperte, Dreadnought, japanischer Pornostar, Großkaliber. Fast 290 Secondary-Treffer. Also die Secondary ist echt gut von der West Virginia 44. Ja. Fast 2300 Base HP, habe ich mein Geplänkel geschafft. Gucken wir mal, was haben die Secondaries an Damage gemacht? Ja, fast 30.000. Nochmal 22 durch Brände. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es gab das netto 628.000. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen in euer Ranked Season. Ne? Macht's gut, tschüss.